Moin zusammen, hier ist euer Kev und heute gibt es bei mir Antipasti. Und zwar meine krass krossen Kartoffeln. Dazu mache ich noch ein leckeres Petersilienpesto. Und damit wir ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, habe ich Tomaten aus dem Ofen. Tolle Antipasti-Variation für euch zum Nachkochen. Für unsere Kartoffeln brauchen wir als erstes mal ein Backblech. Dann haben wir hier unsere Drillinge. Und dann braucht ihr eigentlich nur die kleinen hier euch schnappen und halbiert die. Schön ist immer, wenn ihr das Ganze mit der Schnittfläche nach oben auf dem Backblech habt. Dann können nämlich die Aromen und das Salz und das Öl in die Kartoffel besser eindringen. Dann geben wir ein bisschen mehr Salz drauf. Und damit wir ein bisschen mehr Farbe noch kriegen, nehme ich immer Paprika. Nicht zu viel und natürlich Olivenöl. Nicht zu wenig. Und jetzt können wir das Ganze richtig schön einmal durchkneten. Und wir haben überall an allen Stellen genau die richtige Portionierung. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad Umluft und da wandern die Kollegen jetzt rein. So. Als nächstes kommt unser Pesto dran. Beim Petersilienpesto nutze ich eigentlich fast alles von der Petersilie. Das ist also nicht, dass wir nur die Blätter abzupfen müssen, sondern einfach hier rein und wunderbar. Bevor wir aber mit dem Pesto weitermachen, brauchen wir noch die Pinienkerne. Dafür einfach eine Pfanne heiß machen, ohne Fett die Pinienkerne rösten, damit wir einfach ein schöneres Aroma haben. Ja? Dann kaltgepresstes Olivenöl mit dazugeben. So. Salz und Pfeffer können wir reingeben. Und dann schnappt ihr euch ein frisches Stück Parmesan direkt aufs Brett. Und dann können wir auch schon mal mixen. So, Pinienkerne sind auch fertig geröstet. Einfach hier mit zugeben. Und jetzt am Schluss kommt, wie gesagt, noch unser Parmesan mit dazu. So, und dann können wir das Ganze einmal schön durchrühren. Sehr schön. Stellen wir uns beiseite. So, fast hätte ich es vergessen, es fehlen noch die Tomaten. Dann nehmt ihr euch einfach diese Rispentomaten, gewaschen, ohne viel Aufhebens, mit aufs Backblech. Könnt ihr auch gerne noch so ein bisschen durchs Öl ziehen. So, wunderbar. Dann geben wir jetzt einfach ein bisschen Rosmarin noch dazu. Der gibt jetzt sein Aroma ab, indem wir den so richtig schön einmal durchkneten. Und dann kommen die ätherischen Öle daraus und die wandern jetzt in die Kartoffeln. So, die Tomaten sind jetzt richtig schön aufgeplatzt. Man sieht das ganz gut. Und jetzt löschen wir das mit Balsamico ab und geben gleich noch ein bisschen vom Honig mit dazu. So, jetzt sind die Kartoffeln fertig. Schaut mal her, richtig schön knusprig. Bisschen Salz noch am Start, die Tomate leicht aufgeplatzt. Die Kräuter haben ihr Aroma abgegeben, also der Hammer. So, wir nehmen einfach komplett das Backpapier und schieben uns das hier entspannt auf unseren Teller. Dann haben wir hier noch unser Pesto und wir können natürlich gerne auch noch so ein bisschen Pesto gleich drüber geben, über die Kartoffel. So, fertig sind unsere knusprigen Kartoffeln aus dem Ofen mit geschmolzenen Tomaten und einem Petersilienpesto. Super lecker. Probiert es einfach aus, kocht es nach mit Freunden zusammen, der absolute Knaller. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.